みなさん、チャンネルようこそ。サンドラです。楽しんで始めましょう。Mit diesem Buch kommen wir wieder einer japanischen Philosophie entgegen, Wabi Sabi, die Weisheit für ein perfekt unperfektes Leben. Ja, aus Japan wissen wir ja, Perfektion hoch 10 ist dort sehr wichtig. In manchen Dingen ist das auch klar in Ordnung. Teilweise finde ich, nimmt es ja irgendwo schon ein bisschen überhand. Wenn wir uns die Arbeitswelt anschauen, da wird man am Freitag erst richtig fit und dann ist schon das Wochenende da und der Stress. Hier geht es jetzt einfach um ja, richtig zu sein, den Wunsch zu haben, eben ein gewisses erfülltes Leben zu haben, Schönheit und Unvollkommenheit zu erkennen, anzunehmen. Ja, es geht darum, dass hier Porzellan kaputt gegangen ist, aber dann wieder geflickt wird, zusammengeklebt wird und diese Rissstellen, Bruchstellen werden mit Gold überzogen. Einfach um die Sache trotzdem wertzuschätzen. Ja, hier darum geht es. Ja, also auch Lebensführer, über alle verschiedenen Themen, Geld, Job, Angst, Stress, alles, was so miteinander spielt, den Mut haben, neue Wege einzuschlagen. All das findet man in diesem Buch. Es gibt verschiedene Bücher. Mir hat das jetzt sehr gut gefallen. Das war auch mein erstes zu der Thematik. Und auch die Autorin hat Japanologie studiert, hat auch Ikebana gemacht, Teezeremonie, so die ganzen traditionellen Geschichten in Japan. Und ja, man soll einfach das wertschätzen, was man jetzt hat und das Beste daraus machen. Und manchmal bereiten sich, wenn man das dann angeht, mehr Wege, schönere Wege vor allem auf, als wie wenn man da irgendwo festgefahren ist. Also kann ich nur empfehlen, ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ist auch mit Übungen, wo man was ausfüllen kann und so, ist auch nicht allzu schwer zu lesen. Bisschen muss man schon dabei sein im Kopf, klar, aber sonst ist es auch sehr, sehr schön. So, das war's zu diesem Buch. Bis dahin, tschüss!